Yo, Leute, es hat einfach geschneit in der Stadt. Guck mal, wie cool, hier sind sogar überall so Schneemänner, sogar hier auf der Bank. Wie krass ist das denn? Und, Cooper, was machst denn du hier, sag mal? Hohoho, Kaspar, schön, dich zu sehen. Guck mal, was ich bekommen habe. Ein riesiges, ferngesteuertes Boot. Yo, das sieht ja richtig cool aus. Ist ja auch richtig groß, sag mal. Leute, guck mal, was er bekommen hat. Alter, darf ich damit mal fahren? Du darfst damit spielen, wenn die Leute ein Like auf dem Video da lassen. Ey, Leute, komm, ihr wollt doch auch mal sehen, wie das Boot aussieht, wenn man damit fährt. Komm, lass mal ein Like auf dem Video da und abonniert hier den Kanal. Okay, okay, haben die Leute jetzt gemacht, Koopa. Na, wenn das so ist, dann viel Spaß mit meinem Boot. Aber sei bloß vorsichtig, das geht schnell kaputt. Okay, ja, keine Sorge, ich pass auf. Alter, Leute, guck mal, wir dürfen damit einfach spielen, Alter. Wie cool ist denn das? Und hier vorne kann man einfach... Oh, oh Gott, Leute, ich glaube, was soll ich denn dazu noch sagen, sag mal? Hey, was machst du mit meinem Boot, sag mal? Ey, jetzt ist da vorne so eine Ecke abgebrochen, da kann ich doch mal ganz kurz hier ein bisschen Lack drüber und alles gut. Ja, Koopa, ich möchte mit deinem Boot nicht spielen, ich finde das sowieso nicht so cool, aber hat Spaß gemacht. Hey, du hast ja doch eine Ecke ausgebessert gerade, das hab ich doch genau gesehen, du Langfinger. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Ist das da? Das war von Anfang an so, ich hab damit gar nichts gemacht. Na warte, ich ruf die Polizei, du gehst in den Knast. Leute, ich muss mich verstecken, die Polizei kommt anscheinend jetzt, Alter, die wissen gar nicht, was Phase ist und... Yo, da liegt doch Koopa. Die haben Koopa erschossen. Ich ergebe mich, Officer. Bitte machen Sie nichts. Guck mal, die haben sogar das Boot kaputt gemacht. Ich mach nichts. Alles gut. Stecken Sie mich ins Gefängnis. Du, mein Junge, gehst lange in den Bau dafür, dass du hier das Boot kaputt gemacht hast. Okay, aber ich will nicht ins Gefängnis. Tja, das tut mir leid. Da hast du aber Pech gehabt. Oh, Leute, ich will raus hier aus der Zelle. Die haben mich jetzt hier einfach eingesperrt im Gefängnis. Und ich bin hier sogar noch in so einer Isolierungszelle. Das heißt, ich bin hier ganz alleine, sag mal. Bitte, lass mich raus hier. Ich hab doch gerade nichts getan. Ich hab nur das Spielzeugboot kaputt gemacht, sag mal. Ich habe hier auf jeden Fall einige Sachen. Vielleicht kann ich mich hiermit, oh mein Gott, nach draußen fräsen. Ja, das sieht doch gut aus. Das funktioniert. Guck mal, hier die Tür. Zack, dann mache ich einfach einmal den hier. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, mit dem Schweißbrenner kann ich hier einfach raus, Leute. Wie krass ist das denn? Und jetzt hängt hier auch noch so ein bisschen was. Aber alles gut, Leute. Wir sind einfach im Gefängnis. Ich glaub's nicht. Und ich habe noch gar nicht die Leute kennengelernt. Deswegen, hallo, wer bist denn du? Lass mich in Ruhe, Junge. Und quatsch mir die nochmal von der Seite an. Okay, ist ja gut, entspann dich, sag mal, ich frag doch nur, Alter, direkt so unfreundlich hier, sag mal. Und yo, wer bist du, hast du hier das Sagen? Hey, Junge, Mann, hast du ein Problem? Was quatscht denn mich hier so an, hä? Du weißt wohl nicht, wo dein Platz ist. Hab mal Respekt vor mir. Alter, entspannt euch, was sind die alle so geladen, Leute? Was ist los mit denen, sag mal? Alter, selbst da oben ist einer drauf, planen die hier gerade irgendwie einen Coup oder so? Was ist mit euch los? Ey, Mann, ich will nicht so lange hängen. Weil sonst kommt dann D-Rank. Was kommt dann? Ich kann den ja gar nicht verstehen. Was kommt? Ey, Mann, ich komm dann der D-Rank. Der T-Rex? Was meint er denn damit? Was ist denn ein T-Rex? Dieser Dinosaurier oder was? Der lebt wohl auch noch irgendwie, weiß ich auch nicht, 16. Jahrhundert oder so, oder vor ein paar Millionen Jahren, als die Dinosaurier noch lebten. Es gibt Dinosaurier, glaubst du ja wohl selber nicht, sag mal. Also, Leute, T-Rex, hier im Gefängnis wahrscheinlich. Okay, komm, ich würde sagen, wir müssen hier irgendwie einen Weg nach draußen suchen. Hier arbeitet anscheinend keiner. Also, ihr seht das selber, hier der Fernseher, der ist easy kaputt zu machen. Jo, hast du vielleicht eine Idee, wie ich hier rauskommen kann? Willst dich nach draußen, glaub mir. Hey Leute, was ist denn hier mit den ganzen Leuten los? Sag mal, hier auch in der Zelle. Alter, hier, da war, ey, wer bist denn du? Da war eben einer, der hat einfach gesagt, hier gibt es einen T-Rex. Kann ich dich hier vielleicht hier rauslassen? Hey, mein Junge. Du bist anscheinend neu hier. Ich weiß, es ist alles ein bisschen umständlich, aber es gibt den T-Rex. Am sichersten bist du eigentlich in deiner Zelle selbst. Leute, was labern die alle? Was für T-Rex? Oh mein Gott, da oben, da fallen irgendwelche Sachen durch den Boden. Alter, hier fallen die Decke. Oh mein Gott, die Decke fällt hier zusammen. Alter, da oben war irgendwas gerade. Habt ihr es auch gesehen? Schön, ich habe da irgendwas gehört gerade. Okay, komm, wir müssen jetzt hier wirklich mal einen Weg nach draußen finden. Hier wahrscheinlich hier vorne. So, kurz mal mit dem Schweißbrenner hier ein... Oh mein Gott, was passiert hier? Ich höre hier irgendwas. Kurz mal hier ein Loch reingemacht. So, alles gut. Alter, die Bewachungs... Oh mein Gott, was ist denn das? Oh mein Gott, das ist ja ein echter T-Rex-Mund. Ist der dahinter oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe lieber wieder in die Zelle rein, Leute. Ich habe nichts gemacht. Alter, anscheinend gibt es hier wirklich einen Dinosaurier. Das kann ich aber gar nicht glauben. Ey, wie krass ist das denn bitte? Guck mal, selbst der Typ hier in der Zelle, der will anscheinend schon raus. Keine Sorge, ich kann dich hier rausholen. Ich habe nämlich einen Bunsenbrenner. So, und kein Problem. Du bist frei, mein Freund. Guck mal, da draußen bei ihm. Oh mein Gott, seht ihr das gerade selber? Da draußen, da frisst sich echt irgendwie ein T-Rex rein, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich muss da irgendwie ein Loch reinmachen. Ich würde sagen, ich hau hier am besten einfach mal ab, Alter. Auf einmal ist da wirklich ein T-Rex? Ja, da oben! Oh mein Gott, er beißt sich hier wirklich durch die Wand durch. Alter, was ist los mit dem? Guck mal, Leute, da ist der. Alter, hallo? Ist der T-Rex? Guck mal, was macht der denn? Wie sieht der aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell nach draußen, schnell nach draußen. So,
Okay, funktioniert das? Bitte, kann das bitte funktionieren hier? Okay, das funktioniert noch nicht so 100%, aber Alter, einfach wirklich ein T-Rex, Leute, im Gefängnis und der macht dann die ganze Wand kaputt. Hier wird jetzt die ganzen Insassen fressen oder so. So, zack, das Ding auch nochmal kaputt machen hier. Ja, so richtig komme ich hier, vielleicht mit dem Vorschlagshammer, auch nicht. Ey, dass man jetzt auch hier nicht mehr raus kann durch die Türen, sag mal. Da ist der T-Rex, oh mein Gott, der will mich fressen. Oh mein Gott, Leute, guckt ihn euch an, Alter. Da oben ist der, Alter, der will hier wirklich einfach rumfressen oder so, Alter. Wir müssen jetzt hier ganz, ganz schnell raus, ganz schnell, schnell raus. Aber wo am besten? Ich meine, durch das Glas kommen wir ja nicht mal richtig. Vielleicht, wenn wir, ja, wir können den Türrahmen, oh mein Gott, wir können den Türrahmen wegbrennen. So, ja, da vorne auch nochmal ein bisschen, so. Und hier unten. Und jetzt können wir uns vielleicht durch diesen kleinen Spalt durchzwängen. Wenn wir es so machen. Oh, ja. Oh mein Gott, wie hat das geklappt, Leute? Ich glaub's nicht. Ich bin einfach durchgekommen. Und hier die Tür, die können wir einfach so normal öffnen. Okay, perfekt. Alter, da ist der T-Rex. Oh mein Gott. Leute, guckt ihn euch mal, wie der aussieht. Oh Gott. Ich muss mich hier vor dem verstecken, Leute. Der macht hier nämlich alles kaputt. Da ist der, Alter. Guck mal, wie er sich da einfach sogar... Alter. Der sieht ja ganz komisch entstellt aus, Alter. Der hängt da vorne einfach mit seinem Kopf fest in der Wand. Oh mein Gott, da ist der, Leute. Und jetzt frisst hier wirklich alles kaputt. Guckt euch das an, da auch da oben das Geländer. Der will hier alles kaputt beißen. Wir müssen den irgendwie austricksen, dass wir irgendwie die anderen Insassen befreien können. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar Kanonen mit reinschmuggeln können. Oh nein, der Turm. Der Wasserturm. Alter, der macht hier wirklich alles kaputt. Aber ich könnte hier ein Seil spannen. So, und passt das? Vielleicht hier rüber, ja, das würde gehen. Nochmal und jetzt von dem Boden so. Oh mein Gott, da, oh mein Gott, der Turm fällt oben auf den T-Rex oder was? Alter, oh Gott, der Turm hängt einfach halb fest, aber vielleicht bringt es ja was, wenn ich den Turm jetzt lose mache und auf den T-Rex fallen lasse. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Feuerkanone, wo ist die, wo ist die? Hier, hier, hier. Okay, okay, und jetzt schnell. Schnell den Turm kaputt machen, los, auf den T-Rex rauf. Hier unten auch nochmal, oh mein Gott, hier hängt er fest. Zack, und hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ja, fall auf den T-Rex drauf, los. Ja, fall auf ihn drauf, ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, der Turm fällt auf ihn drauf, Leute. Was passiert hier gerade? Alter, der T-Rex ist da drunter einfach eingeklemmt oder so. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass der sich befreien kann. Oh Gott, er konnte sich doch befreien. Alter, aber da guck mal, die Stange, die hängt da auf seinem Nacken drauf. Ne? Der hat hier wirklich Probleme, sich zu befreien. Einfach, der lebt so lange, guck mal. Alter. Einfach ein T-Rex. Oh Gott, okay, er ist frei, ich hab nichts gesagt, alles gut, wir müssen uns einen anderen Weg hier raussuchen. Ey, selbst hier vorne macht er einfach alles kaputt, denn er beißt hier wirklich in jede Wand rein. Wie wäre es denn, wenn wir hier, ja, oh Gott, da gehst du wieder zurück zur Zelle, wir müssen irgendwie einen Weg hier ganz rausfinden. Vielleicht bringt es was, wenn man hier das, oh Gott, er schreit um sich, Leute. Vielleicht bringt es was, wenn man hier das aufmacht, so, und jetzt hier schnell durch, ja. Oh Gott, okay, das haben wir schon mal gekriegt, das hat schon mal funktioniert. So, jetzt hier diese Tür, geht die auf? Oh. Nee, okay, die funktioniert nicht, aber das scheint die Schleuse nach draußen zu sein. Gucken wir mal, ob wir uns hier mit der Tür... Ja, wir können uns hier ein kleines Löchlein durchbrennen. So, und... Zack, das müsste reichen. Ja, das ist die Krankenstation vom Gefängnis. Oh mein Gott, okay, okay. Weiter, so, hier auch nochmal ganz kurz aufmachen. So, zack, und durch hier, sehr gut. Alter, und hier ist so ein riesen Lüftungsschacht. Das sieht doch schon so aus, als würde man hier rauskommen, oder nicht? Nein, da ist nichts hinter, ich glaube, und es brennt. Oh Gott. So, Checkkarte vorhalten hier. Hier sind noch genug Checkkarten, oder? So Klamotten. Hallo. Kann das bitte mal aufgehen oder muss ich hier selber auch nochmal ein Loch reinmachen? So, alles klar, dann mache ich hier halt nochmal ein Loch rein. Und hier auch nochmal. So. Das ist eine Zelle. Ich glaub's nicht. Raus hier wieder. Oh Gott, Leute, ich muss hier jetzt aus dem Gefängnis raus. Hier vorne. Das sieht so aus, als wäre das hier der Ausgang. So, und zack. Ja, hier, guck mal, das auch so schleusen. Und nach draußen jetzt. Hier, bam, 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 einmal alles wegmachen. So, ich glaube, das ist der Weg nach draußen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt hier vorne einfach nur noch das hier öffnen und... Tor geht auf und es geht nach draußen, Leute, sehr wichtig. Und hier vorne das Tor, das ist jetzt verschlossen, aber ich habe auch da die Idee. Und zwar können wir locker hier auf diesen Knopf drücken. Ja, und damit geht das Tor hier einfach auf. Und jetzt müssen wir nur noch durch den letzten Zaun hier. Und wir sind frei, Leute, wir sind einfach abgehauen aus dem Gefängnis. Oh, Leute, gleich endlich aus diesem kalten Wasser raus. Ich musste einfach über diese Insel schwimmen, damit ich jetzt hier bin, Alter, in meiner alten Stadt. Leute, endlich, überall sind einfach diese ganzen Schollen. Es war einfach alles zugefroren und richtig, richtig kalt. Ich muss hier wirklich entkommen, weil irgendwo soll ja auch noch diese T-Rex sein, ne? Aber keine Ahnung, was ist denn das da? Oh Gott, da hat sich anscheinend einiges getan in meiner Stadt, aber alles gut, ich werde mir auch noch ein gutes Plätzchen suchen. Ich habe nämlich hier zu Hause irgendwo meine ganzen Kanonen versteckt, und zwar hier vorne in dieser Fabrikhalle.
Muss ich mal ganz kurz gucken, ob die noch hier hinter sind. Und tatsächlich, die sind alle noch hier hinter. Das heißt, jetzt bin ich gut gewappnet. Ich habe jetzt ein paar Sachen, wie zum Beispiel... Boom! Diese Klaviere, die ich hier einfach vom Himmel aus schicken kann, Leute. Wie krass. Oh, wow. Oh mein Gott, da kommt der T-Rex hier direkt. Alter, warte mal, kommt der doch sogar schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war doch eben noch im Gefängnis. Hier, los. Bam! Bam! Ja! Okay, und der muss einfach nur ein Klavier drauf fallen jetzt hier auf den. Los, komm schon! Komm schon, noch mehr Klaviere. Ja, so genau, so genau, so genau, so weiter, weiter, weiter. Ja, sehr gut. Okay, okay, ein bisschen haben wir getroffen. Was habe ich noch so? Was habe ich noch so? Ich habe hier auf jeden Fall noch so irgendwie so ein Laserding. Damit kann ich hier, Alter, runter vom zugefrorenen See, sag mal. Leute, hier sind ganz viele Leute am Schlittschuh fahren und der Typ ist hier am Eisangeln. Guck mal, der Eisangelt hier einfach. Na, hast du schon was gefangen? Mann, ich habe gar nichts gefangen. Was ist denn das da hinter dir? Wow! Was meinst du? Oh mein Gott, Leute, der T-Rex. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss irgendwas finden, damit ich hier... Was ist das denn? Ah, oh mein Gott, das ist irgendwie so eine neue Kanone. Damit kann man hier anscheinend so Hitze wegschießen. Okay, warte mal, man kann das hier anscheinend noch ummodifizieren. Jetzt habe ich es ummodifiziert und jetzt, was bringt das? Oh mein Gott, wow! Alter, ich kann damit einfach Sachen ganz gezielt abschießen. Guck mal hier, bam! Und den ganzen Truck, was habe ich noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Alter, das ist so eine krasse Kanone. Okay, jetzt sucht er... Oh mein Gott, jetzt sucht er nach Hitze sozusagen. Alter, so eine Eiskanone einfach. Okay, was haben wir noch? Feuerlöscher, Plasmapistole. Das hört sich gut an. Oh mein Gott, Alter, der bricht ein. Der T-Rex, der ist einfach eingebrochen, gerade im Eis. Was? Der ist hier einfach gerade eingebrochen, Leute. Hier, du kommst da nie wieder raus, du T-Rex. Alter, was ist das für eine krasse Plasmakanone, Leute. Ich würde sagen, ich muss hier auch ganz schnell weg, bevor die Polizei wiederkommt. Alter, das wird ja noch was. So, rein in die Autos und... Abflug weg hier, Alter. Einfach ein T-Rex, Leute, der einfach eingebrochen ist im Eis. Und so, und... Oh, gerade so auf die Brücke raufgekommen. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Da liegt ja sogar noch ein T-Rex. Alter, was ging hier ab? Sogar hier vorne. Alter, was geht hier bei dem Mülleimer ab, sag mal? Der ist hier komplett am Durchdrehen. Bam! Bam, bam, bam. Okay, der ist auf jeden Fall kaputt. Alter, warte mal, die zeigen hier... Der filmt hier vorne was in diese Richtung. Soll da was sein? Haben sie da irgendwas gesehen oder was? Ich weiß ja nicht, ob der da was gesehen hat, aber... oh mein Gott, Leute, doch, der hat was gesehen. Und zwar ein Velociraptor und ein T-Rex. Jetzt kommen hier einfach zwei Leute auf einmal. Es rennt sich weg an, oh Gott. Was habe ich noch, was habe ich noch? Ich habe hier noch diese Leine. Ich könnte immer noch versuchen, irgendwie ein Seil zu spannen, dass sie darüber stolpern. Vielleicht hier zwischen? Nein, reicht nicht von der Länge. Ich muss irgendwo eine enge Passage finden, wo ich genau weiß, dass sie da langlaufen. Hier, in den Laden rein. So, und zack, nochmal. Der kommt doch jetzt hier niemals... Oh mein Gott, ja, er hängt fest. Nein, er hängt doch nicht fest. Oh Gott, so ein Velociraptor, Leute, einfach. Und der T-Rex, auch die Mutter oder so. Vielleicht auch ein Baby-T-Rex oder sowas. Oh Gott, was habe ich noch, was habe ich noch? Feuerzeug, das bringt mir jetzt nur nichts. Eine Shotgun, eine Blumenpistole. Du Mini-Velociraptor, hau ab. Ja, den kleinen haben wir schon mal, wichtig. Oh Gott, nicht, dass das hier die große Mutter gesehen hat. Bam! Bam, Betäubungsgewehr, Betäubungsgewehr. Nochmal, boom! Und boom, sehr gut. Und boom. Oh, der kann schon nicht mehr. Guck mal, der kann schon nicht mehr. Der hängt schon ziemlich gut fest. Hier, Rohrbombe. Zack, 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 ein paar Bananen. Wichtig. Oh Gott. Oh Gott, er hat sich befreit, der T-Rex, oder was? Ich platziere mal, glaube ich, ein bisschen Nitroglycerin auf den Boden, oder? Ich glaube, das bringt was. So, zack, 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 zack. Dann müssen wir jetzt den T-Rex irgendwie drüber scheuchen, dass der das auslösen kann. Na komm doch, du T-Rex, hier drüben, über das Nitroglycerin musst du jetzt rüber. Hier, komm. Na komm, hier kriegst du mich doch sowieso nicht. Oh Gott, da kommt er wirklich. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an, jetzt wird er einfach drüber laufen und dann noch was, hoffentlich mit ihm und... Boom, ja. Oh mein Gott, die Beine sind einfach abgefallen, Alter, Leute, und das war's mit ihm. Oh mein Gott, er hat keine Beine mehr, Leute. Und hier, zack, nochmal auf die Arme drauf. Bam, das war's mit dir, du T-Rex. Ey, dafür müsste ich doch eigentlich einen Orden bekommen. Und dafür gehe ich auf jeden Fall auch nicht ins Gefängnis, denn ich mache mich hier mal ganz schnell aus dem Staub, Leute. Bevor hier nochmal die Polizei kommt und ich wieder ins Gefängnis muss. Ich meine, ich habe den T-Rex aufgehalten. Die sind mir eigentlich was schuldig. Leute, wir konnten den T-Rex aufhalten. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Der war einfach im Gefängnis. Wie krass ist das bitte? Lasst unbedingt ein Like und noch ein Abo da und checkt erstmal diesen Videos aus, die ihr seht. Wir sehen uns im nächsten Video. Da wurde stark. Bis dahin und ciao, ciao.